Wir sind schon beim Qualifying. Ich tue da noch schnell mein Setup planen. Das ist wieder geändert, dass man das immer laden muss. Ich tank 10 Liter oder so, wie ich das letzte Mal tankt. Tank mal 15 sicher jetzt her. Mit Blei! So. Qualifikation. Wichtiges. You got about 2 laps of fuel. That's more than enough to finish. Los, was geht's gleich? Okay, here comes your first time lap. Im Moment kann ich so nie mitfahren auf der Strecke. So ist es noch Spaß. Spannendes Fahren. One more lap. Du warst immer 53-0.
Ja, ich bin da gerade 3 Sekunden schneller gewesen als gestern in der Quali. War eine ganz saure Runde, glaube ich, in Summe. Sektor zu Sektor im Moment. Oh, jeden Sektor irgendwie verbessert. Ja, da hätte ich sogar 2 Runden fahren können, wenn ich gleich losgefahren wäre. Ziemlich nice, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir schon. Das da blendet mich. Ich dreh das. Hoppala, das Lego runterschmeißen daneben. So, tun wir den einen Flügel darauf und dann schauen wir, dass wir das so hinbringen, dass das möglichst wenig blendet. Schauen wir mal, ob es noch immer blendet. Nein, hat man so viel. Ja, es geht los. Ich lade das Setup noch einmal. Ja, 41 Leute sind im Rennen dabei. Ja, bin gespannt. Was geht's? Grid mal, dann geht's sicher los. One lap to green. Line up on the right side. Pit road is closed. Wir werden in die leichte Sonne. So, das Timing da. Relativ Timing. Ja! Schöne Grafik, finde ich. Und Autos. Gut. Da ist ganz sicher noch viel zu machen in grafischer Hinsicht.
Startplatz 3, das ist doch ziemlich nice. Leider ist die dumme Schikane, aber immer was. Bin gespannt, wie es hart sie fighten, die anderen. Das sind da wahrscheinlich auch im zweiten Split. Da hört es da das Zium, Zium, Zium. Runden, aber wie Dank. Sollte er gleich wieder drin? Ja, das wird nicht sein. Ja, ich hab's jetzt wie Dank. Das ist ein Le Mans Setup und nicht für das kurze. Da immer schauen, wie viele da am Ende noch im Dank drin haben. Deswegen bin ich wahrscheinlich im Rennen dann doch immer deutlich langsamer. Aber dann. Wenn du es nicht brauchst, ich schau, wie viel ich dann noch hab. Und dann, falls noch ein Rennen fahre, kann ich es dann ändern. Das wird wahrscheinlich. Ja, der Startplatz daneben uns rollt aber da schon vorbei. Und so viel runter. Schön rein. Get ready, going green. Ich bin gespannt, dass da mit dem Amerikas Kind da vor uns ist. Pace car is in. Green, green, green. Let the pace car by. He had the position when the yellow flag came out. Clear on the right.
Fehler. Die anderen Rennen waren, wenn man da irgendeinen Fehler irgendwo hinter den Waffen wird und es dann doch endlich zu holen kann. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gained. Scheiß Lodo nicht. Das ist ganz gut verpasst. Und alles braucht er. Car on your left. Keep to the right. Keep to the right. Clear on the left. Ist okay. Da ist sinnlos das Lodo. Sitz hat uns 8 Sekunden gekostet, nur 6 Sekunden. Left side, clear on the left. Right side, still there. Clear on the right. Slow down.
oder von 55 gefahren. Das wäre so gut gewesen. Ich würde ein bisschen früher zum Stehen kommen. Später bremsen. In Summe war es dann nicht wert. You cut the course. You'll have to slow down and give up the time gained. Car right. Still balanced. Still there. There's nothing needs. Clear on the right. Left side. Stay on the right. Clear on the left. Left side. Clear. Still there, hold your line. Keep to the left. Stay on the left. Clear on the right.
muss immer selber wieder in die Duelle rein. Jetzt wir schreiten da. The next car's the leader. Und die haben sich da zum Weg, einer. Das war's leider. Total dumm wieder. Right side. Ja, meine Schuld war das. Still there. Weil ich da wieder den Schwenk gemacht habe. Ich mach das so gern und das Auto nicht. Clear. Clear. Thank you.
sehr schade. Ich war Dritter. Right side. Clear on the right. Car stop on the left. Go right. Im Lenkrad korrigieren, damit sie das irgendwie jetzt ausgehen, dass die zwei Kurven. Car right. Clear on the right.
gar nichts mehr, oder? Der nächste Runde. Die sind echt schlecht im Vergleich. Sie sind nicht viel schlechter, die Leute. Aber Auto, man kann nicht mehr. Gar nichts, da ist einfach mit mir rein. Car right. Das ist so, ziemlich seltsam. Stay on the left. Oh, clear. Ist you got a slow car on the right. Can't stop on the left. Go right. Autos. Car on your left. Still there. Hold your line. Clear. Wow, ich bin in den Reifen nicht aufs Gas, da dreht es mich halt nicht weg. Nein, da holt mir jetzt. Car right. Keep to the left. Stay on the left. Clear on the right. Right side, clear. Go left. Woohoo! Ha ha ha! Zweimal in der letzten Kurve! Woohoo! Jetzt sind wir in den Autos, man! Oh Gott! Woohoo! Ja!
Boah, war das geil, letzter Finish. Da schauen wir es uns an. Lass den mal ein bisschen weiterlaufen und so. Ziellinie. Gibt's nicht Finishline oder so irgendwas bei den Ansichten? Nein, ich will zurück. Kurz vor der Linie. So. Nose, Gearbox, ne? Ich hätte gern Finishline. Oft gibt's sowas. Das ist die Ansicht, die haben wir eh schon. Ah, das war spannend. Also ich hoffe, es hat euch auch so gefallen. Ich habe zwar einiges versemmeln müssen, damit das irgendwie noch spannend geworden ist, sonst wären wir da vorne weg gewesen und vielleicht Erster oder Zweiter waren. Haben wir genug Bilder fürs nächste YouTube-Video. So, das ist eine coole Ansicht. Kann man da jetzt langsam vorgehen, ne? Passt schon, gehabt da war das. Finishline gibt es scheinbar nichts. Das ist auch ganz gut. Die Chase Nose. Ne, das war's, ja. Jetzt sehen wir noch ein bisschen das Innere vom Auto. Ja, so, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ziemlich lustig, finde ich. Das Auto hat ziemlich imponiert. Das letzte Runde, da kann ich wenig machen. Das erste, das war leider ein Schmarrn von mir, der Fahrfehler. Ansonsten, siebter noch waren. Bitte, war doch super lustig. So sind wir wenigstens in einige Zweikämpfe noch reinkommen fürs Finish mit einem unterlegenen Auto. Haben wir uns da doch noch durchgesetzt. Und jetzt haben wir nicht geschaut, wie viel Dank. Ah, muss ich im Video sonst schauen. Ja, es war richtig viel los. In dem Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal.